Bürgermeister. Grüß dich. Grüß dich. Und wo fahren wir heute hin? Heute holen wir einen Maibaum. Freimund schon. Dass endlich die feierfreie Zeit aufhört. Und warum regnet es dann heute? Ah, das frage ich mich auch. Ich glaube, dass da gescheiter gewesen wäre, wir hätten einen gestern eingeholt. Den neuen Maibaum haben die Burschen wieder aus dem Pfingstenwald bei Wolfersberg. Vor 3 Monaten stand das Holz im Mond. Das war der ideale Zeitpunkt für das Fällen der rund 35 Meter hohen Fichte. Ein prächtiges Stangerl, sagen die Burschen. Ich habe gesagt, wir fahren mal weiter hinten drüben. So, wie geht's? Ist alles in Ordnung? Ja, passt alles. Läuft es wieder kein Chinesee, aber sonst passt alles. Also keine Probleme bis jetzt. Wir hoffen, dass das genauso unfallfrei weitergeht wie jetzt. Also, dass wir jetzt dann schnell heimkommen und die Baum ins Trockene bringen. Weil sonst wäre er noch nässer. Das müssen wir nicht haben. Jetzt war er so viel trocken die ganze Woche und jetzt ringt es noch. Das ist das Problem. Aber jetzt schauen wir, dass wir heimkommen. Das ist geil, einer arbeitet 20 Stunden. Wenn er so lange braucht. Grüß dich, wie läuft's? Ja, ganz gut. Wir sind zufrieden. Wir haben zwar super Wetter mitgebracht. Sieht man ja, glaube ich, aber kriegen wir schon hier. Alles fest so jetzt. Wie lange brauchen wir noch, bis wir daheim sind? Eine gute Frage. Nehmen wir schon eine gute Stunde noch. Mehr als 4 Kilometer sind es aus dem Holz bis nach Grasbrunn. Thomas Unterbichler, sein Bulldog und die kräftigen Burschen sind ein starkes Gespann. Kein Hindernis kann sie aufhalten. Die schwierige Arbeit macht offensichtlich viel Spaß. Feuerwehrkommandant Hannes Busjäger hat heuer wieder etwas dazulernen müssen. Dieses neue Verfahren, das wir da haben, sagt aus, dass ein Maibaumnachläufer mittlerweile TÜV-Gutachten, TÜV geprüft sein muss, was wir natürlich bis Mittwoch nicht gewusst haben. Und dann hat man in diesem vierseitigen Schreiben dann einen Paragraphen gefunden, dass man die Straße komplett sperren darf. Das haben wir jetzt dann mit der Polizei in Haar, mit dem Landratsamt und mit der Gemeinde soweit geklärt. Und jetzt haben wir gestern Nachmittag das okay gekriegt, dass wir in die Baum fahren dürfen. Super, super. Ausgelassen und gut. Hat es euch gefahren am Baum? Ja, war schon. Ganz im Ernst. Aber das lasst man sich nicht anmerken. Gut ist gegangen. Prima. Alle mal voran! Willkommen daheim. Bis aus der Fichte ein richtiger Maibaum wird, müssen die Burschen in den nächsten Wochen noch viel hobeln, schleifen und mahlen. Und wenn der Tag vorbei ist, beginnt die heiße Phase der Maibaumbewachung.